Hallo Leute, wenn ihr letzte Woche ein bisschen in die Tech-News geschaut habt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Sony angekündigt hatte, für das XZ Premium im Dezember das Oreo-Update für Japan zu bringen. Und naja, so 2 Tage danach fingen sie dann plötzlich an, das Update überall auszurollen. Ich habe es ein bisschen später bekommen. Telekom-Kunden in Deutschland haben es wohl gleich vor 5 Tagen bekommen. Ja, wegen der Feiertage habe ich leider die Installation nicht filmen können, aber dann kann ich wenigstens meine Erfahrungen schon mal teilen. Natürlich erstmal hier. Diesmal kriegen wir wirklich sowas wie ein Changelog und noch ein Werbevideo in YouTube. Also da haben sie jetzt mal keine Kosten gescheut. Ein ganz kurzes Vorwort und eine Warnung: Wenn ihr einen Dual SIM Sony Xperia XZ Premium haben solltet, da gibt es momentan einen Bug, vor allem mit dem Laser-Autofokus. Da sollte man das Update vielleicht noch nicht installieren, sofern da noch nicht der Patch da ist. Vor allen Dingen, wenn man damit in der nächsten Zeit viele Bilder machen wollte, sollte. Also bei der Dual-SIM-Variante besser vielleicht noch ein bisschen warten. Single-SIM-Variante wie hier gibt es wohl keine größeren Probleme. Einige Leute haben das Thema, dass die Phone-App oder auch ich habe auch ein paar Apps, die jetzt im Hintergrund manchmal crashen. Da hilft wohl in der Regel den Cache zu leeren. Also gerade bei der Phone-App haben das sehr viele Leute berichtet. Aber für mich jetzt kein großes Problem bisher in den 2 Tagen, wo ich es habe. Ja, gehen wir ein bisschen auf das Changelog ein. Wir haben jetzt den 3D-Creator, was wirklich nett ist, weil das ja das große neue Feature vom XZ1 ist. Dass sie das jetzt ins XZB bringen, ist wirklich nett. Dann haben sie die vorhersagenden Ausnahmen für Lächeln jetzt mit drin. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt diese vorhersagenden Aufnahmen ein bisschen öfters zünden, was nicht unbedingt immer angenehm ist, weil man dann immer die Fotos nachher nochmal sortieren muss. Ja, Autofokus-Verfolgung, das gab es vorher im Prinzip auch schon, das ist vielleicht etwas verbessert. Tonqualität, es ist gefühlt auf jeden Fall ein bisschen lauter, würde ich sagen. Ja, aptX, HD-Audio, wenn man entsprechende Kopfhörer hat, ja, kann ich nichts zu sagen. Und Abverknüpfungen sind jetzt möglich. Das ist natürlich nicht alles. Sie haben auch die Distortion-Probleme, also die Verzerrungsprobleme mit der Weitwinkellinse hier jetzt behoben. Sie haben jetzt da eine Option drin hier in der Kamera-App. Mehr gibt es jetzt hier einen Punkt. Korrektur bei Bildverzerrung. Gucken, ob man den Effekt im Hintergrund sehen kann. Für mich hat das eh vorher nicht so sehr gestört. Man hat es jetzt drinne, aber so groß ist der Effekt nicht. Also man hat jetzt aber weniger Weitwinkelverzerrung, wenn man problematische Aufnahmen macht, wie ganz nah ans Gesicht gehen oder das Telefon schräg halten oder so Sachen. Die sind bei Weitwinkellinsen halt nicht unbedingt so das Ideale. Aber jetzt hat man da eine Korrektur drinnen und es hat einige Leute sehr gestört. Von daher ist es doch nett, dass Sony das hier eingebaut hat. Ja, was haben wir noch? Der ganze Einstellungsbereich ist jetzt überarbeitet, sieht deutlich anders aus und wirkt jetzt auch aufgeräumter und vor allem auch ein bisschen benutzerfreundlicher als vorher. Also ich denke, da finden sich jetzt die Leute hoffentlich besser zurecht als vorher. War vorher schon nicht problematisch, aber ja, ist alles ein bisschen poppiger und halt auch einfach ein bisschen übersichtlicher. Ja, also ich bin wirklich zufrieden mit dem Update sofern. Ich habe auch kein Sicherheitsupdate gemacht, kein Reset to Factory Defaults. Also wirklich, das Update lief in 15 Minuten ohne Probleme. Das Telefon hat sich vorher und nachher eigentlich genau gleich angefühlt. Ja, also wirklich ein gelungenes Update in meinem Fall. Ich sag, bei der Dual-SIM-Variante, die ist wahrscheinlich in Deutschland eh nicht so häufig, aber wenn ihr so eine habt, da bitte nochmal informieren und gucken. Vielleicht warten, bis dann auch wirklich diese Laser-Autofokus-Probleme behoben sind, was ja Sony auch schon versprochen hat. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.